Willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Wir sind auf der Jagd nach dem lieben Charles Lee. Und werden jetzt mal gucken, wie wir den am besten umbringen können. Ah, hier kann ich mich mal reduzieren. Ja, hallo, ich würde gern bei dir einkaufen. Ach, darf ich mal wieder nicht. Toll. Ich würde meine Aufmerksamkeit ein bisschen reduzieren. Na, egal. Das geht ja auch anders. Genau, inkognito. Das wollte ich doch. Ja. Kommst du auch ins Wasser? Das ist doch geil. Immer wieder lustig. Dass die alle nicht schwimmen können. Das ist so spaßig. Ah, ich muss jetzt da ins Wasser springen. Okay. Deswegen hätten wir den Kampf auch wahrscheinlich auslassen können. Wahrscheinlich. Die Ferry sieht ja ein bisschen komisch aus. Wie so ein riesen Hausboot. Und ich habe immer nicht ganz verstanden, wofür man in diesem Spiel Geld braucht. Man kann sich ja faktisch nichts für dieses Geld kaufen. Das ist echt eine Art Hausboot. Ganz interessant. Texturen kommen auch langsam nach. Sehr schön. Gucken wir mal, wie viel Ärger wir hier auf dem Schiff machen können. Ich nehme an, eine ganze Menge. Hä? Nicht nach unten, nach oben. Also, das ist falsch verstanden, Connor. Wahrscheinlich kann ich jetzt wieder nur zu seiner Butze. Wieder nur, indem ich mich durch alle Sachen durchkämpfe und nicht einfach eins dieser kleinen Fenster hier kaputt schlagen kann. Achso, ich darf hier nicht entdeckt werden. Okay. Das muss ja einem auch mal einer sagen. Ich dachte, das wäre nur wieder so optional. Sehr spannend. Sagen also. Limit Regular Kills. 16 von 15. Ja, ich würde mal sagen, da habe ich gut limitiert. Anything you want, anything.
Was machen die denn da? Aha. In seiner Kabine sollen die das Messer sich angucken, ha? Ja. Da weiß doch jeder, was dabei rauskommt. So, jetzt hier irgendwie unten lang schleichen. Da müsste ich eigentlich dann zu einem anderen kommen. Scheiße. Den hätte ich vorher erst ausschalten müssen. Fuck. Den hätte ich erst ausschalten müssen. Oder ich werde jetzt einfach wieder dahin gebeamt, wo ich hin muss, weil das Spiel wieder seltsame Anschlussfehler wieder hat. Warum hat er mich jetzt entdeckt? Ist doch vollkommen normal, dass irgendjemand einfach vom Boot fällt. Weiß nicht, was die haben. Passiert es bei denen nicht häufig? Ach, das geht wieder. Aber die, mit dem Rope Dart einfach runterziehen, das geht nicht. Das, naja. Videospiellogik. Das war ganz schön knapp. I want to talk to you. I don't think so. Idiot? Hat er mich gerade Idiot genannt? Finde ich aber nicht nett. Weißt du, was es dafür gibt für das Idiot? Warum kann ich den jetzt nicht auswählen? Wird er jetzt nicht zurückgesetzt, oder wie? Ja. Bah. Den muss ich noch irgendwie kriegen. Weil er direkt da ist, wo ich zuhören möchte. Oder sieht er mich hinten nicht? You have 2 days. Okay, 2 Tage haben sie. Present yourself to the Green Dragon Tavern in Boston with the men you've chosen. We shall meet you there along with our master. Ah, da kann man sich gut verstecken, okay. Okay, in 2 Tagen. Muss ich den umbringen? Gut, er wurde... Yeah.
Manchmal, ey. Naja, zumindest manche Sachen erwischt. Der HMS Jersey. Hä? Ach. Nicht mehr nachfragen. Man versaut sich dadurch, glaube ich, endgültig das Spiel, indem man nachfragt, warum diese oder jene Szene gerade so oder so passiert ist. Da fängt man nur an zu weinen. Okay, irgendwo ist jetzt auch der Master mit dabei. Disputed. Ich bin immer noch anonym, das ist schön. In der Kirche wäre ein Schatz, der mir aber vollkommen am Arsch vorbeigeht. So, bevor ich da wieder durch die ganze Gegend renne. So, Zoom nach Boston geht es. Und in Boston ist es am Mosten. Fast traveln wir mal zum Hafen in Boston. In Boston ist es doch am Boston. Ja, so in etwa heißt es doch. Glaube ich. Nicht zu wissen. Vielleicht. Weiß ich das? Bestimmt. Eventuell. Das ist mysteriös. Das ist ein Fall für Galileo Mystery. Ja. Kann ja eigentlich nicht mehr so weit weg sein. Wird ja schon auf der Karte da irgendwo angezeigt. Da rennen wir gerade noch hin. Hier bin ich auch anonym. Das macht meine Attentatsachen natürlich wesentlich einfacher. Und wenn ich mich frage, warum wir jetzt wieder in Boston sind. Naja, aber egal. Charles Lee will bestimmt wieder dahin, wo das Ganze angefangen hat. Warum auch immer er das haben wollen möchte. Getut. Naja. Ist auch am Arsch der Welt, oder? Wo ist das denn? Oh, Kilometer noch weg. Dann gibt es hier unglaublich viele Page-Seiten, die man sammeln könnte, wenn man das denn wollte. Das Problem ist, man kriegt dadurch ja auch nicht bessere Lebensenergie oder sonst irgendwas. Es bringt einem halt Geld und ein bisschen Ansehen und das war's. Das ist halt das Problem. Hier ist so vieles zu machen. Das ist schon richtig. Aber halt so vieles auch vollkommen sinnlos. Ja, also es macht halt einfach keinen Sinn, sich das Ganze anzutun. So, dann reite ich mal mit dem Pferd weiter. Das war ja faktisch eine Einladung, das Pferd zu verwenden. Da könnte ich einen Aufstand proben. Also irgendwie kann man sich auch weitere Assassinen holen. Das geht. Aber ich habe ernsthaft nicht die Funktion dazu gefunden. Ich habe es nur gesehen, dass manche drei oder vier Hilfsassassinen haben. Und dadurch die Kämpfe ein bisschen einfacher waren, weil sie Unterstützung hatten. Also Pfeilhagel und so, das gibt es dann auch wieder. Aber naja, es ging ja auch so. Also wir haben ja bis Folge 40 nicht gewusst, wie man sich coole Waffen an den Gürtel legt oder so. Haben wir ja auch nicht gebraucht. So ein bisschen wie die Musik im Tanzenden Pony. Hey, da ist der kleine Hobbiter. Ja, die tanzt da hinten auch genauso. Buongiorno. Hey, Babsack. Bitch. Can I help you? You know you can. Pardon? Oh. I do not like having my time wasted. Der Kerl ist ja assi drauf. Stop that. Oh, don't make me call the guards. Make a sound and you die. What do you want? He's in the harbor at the Long Pier, most likely. We heard what happened at the parade. Jaws got all nervous. Said he was leaving the country. I thought he was overreacting.
It's not. No. Connor gehört so langsam eingewiesen. Aber da machen wir uns erst in der nächsten Folge Gedanken drüber, oder? Also, tschüss, macht's gut. Bis denne.